Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und PewDiePie-Fans zu einem neuen Video, zu einem neuen Let's Test, zu einem neuen Spiel, einer neuen App. Heute der Tuber-Simulator von PewDiePie. Wir starten direkt ein neues Spiel. My name is PewDiePie. Ganz genau, da unten seht ihr PewDiePie. Ja, kennt ihr nicht? Den weltberühmtesten YouTuber. Der wird uns jetzt mal auf Englisch. Lass uns doch mal ein Video drehen. Zuerst benötigst du eine Kamera. Das ist der Laden. Hier kannst du coole Sachen für deinen Raum kaufen. Und naja, das ist es eigentlich schon. Ich lasse mal PewDiePie reden. Der sagt das eigentlich ganz gut. Bin zu voll, das vorzulesen. Ihr seht ja, was ich mache. Anyway, here, take this camera. I don't mind paying for you this time, bro. Got all this tuber money, you know? Okay, ja, ich bin noch relativ klein jetzt hier. Kann mir halt noch nichts sehr Großes leisten. Bin halt hier noch Level 0. Kann mir halt jetzt nur diese kleine Webcam leisten. Erstaunlich, dass ich das schon kann. Also ich konnte mir, als noch 0 Abonnenten hatte, keine Facecam leisten. Ich weiß nicht, wie das bei ihm ist, aber... Und wo platzieren wir die? Ich würde sagen hier so, damit sie schön schräg unser... Really? There? Okay, wo ist die hin? Wo ist die hin? Da wollte ich sie aber nicht hinstellen. Dann drehen wir mal ein Video. Da macht ganz gut Sinn, wenn die Kamera unterm Tisch steht. Oder unterm Pappkarton. Egal. Scheint trotzdem zu gehen. Ah, hier gibt es 3 Ideen, wie ich Videos drehen kann. Ich muss natürlich Trends im Blick behalten, wieso auch nicht. Crickets playing Cricket. I have PewDiePie. Und Sneezing Panda Die. DIY. Okay, das sind die 3 Vorschläge, die ich machen kann. Kann es ja natürlich auch noch umändern. Ich würde mal erstmal I hate PewDiePie. Oder PewDiePie. Okay, das ist scheinbar ein Hate-Video gegen PewDiePie. Ich mache es zu was anderem. Erstes Video, ich war mal so kreativ und habe es Hallo Welt genannt. Los geht's. Views werden generiert. Seht es da oben. Zack. 44 Views. Das sind eine Menge Views für dein erstes Video. Glückwunsch. Nicht einmal annähernd, was ich kriege. Ja, okay. PewDiePie und 44 Views ist ein bisschen wenig. Also, lüg mich mal ich an. Hier kann ich Abos einfordern. Und ich habe schon 4 Abonnenten. Hopp, hier oben könnt ihr das ein bisschen sehen. Versuch's mit einzublenden. Geht halt nicht gleichzeitig. Warum gehst du nicht zum Laden, um nachzusehen, was du auswählen kannst? Ja, wird sich auf jeden Fall was geändert haben. Wow, ich kann jetzt eine Kiste kaufen. Ich kaufe meine Kiste. Jetzt habe ich eine Kiste zusätzlich im Zimmer. Auf jeden. Dann platzieren wir die mal hier irgendwo da. Okay. Jetzt müssen wir auf den Versand warten, von der Kiste. Ja, das will ich sagen. Achso, ja, ich kann jetzt Knete rausgeben, um das zu... Dann mache ich natürlich mal aus Test. Habe ich ja geschenkt bekommen.
Und jetzt habe ich einen kleinen Levelanstieg und einen Karton. Okay, das ist eine gute Grundlage. Ich muss, glaube ich, mal den Tisch verstellen. Hier ist nämlich die Kamera. Die stellen wir mal dorthin. Der Tisch kommt mal wieder. Zack, hier zurück. Und du, Kamera, kommst da jetzt mal irgendwo hier hin. Und was ist denn mit dieser Kamera los? Die backt hier irgendwie. Zack, zack, zack. Guck mal, so ist es doch perfekt. Steht sie auf dem Tisch. Und dann kann ich sie hier bestätigen. Zack, alles perfekt. Und dann wird sich natürlich in weiterem Spielverlauf noch... Oh, Adler. Habe ich 25 Aufrufe bekommen, vom Adler geschenkt. Na dann. Ja, da wird sich natürlich im weiteren Spielverlauf noch einiges ändern. Ich kann hier noch ein anderes Video drehen. Edgar vs. Maya. Nö, das werde ich jetzt nicht umbenennen. Lass ich einfach mal so. Zeichnet auf. Und wird angepasst. Views werden generiert. Oh, ein Zuschauer, zwei Zuschauer, drei Zuschauer, vier Zuschauer. Naja, vier. Komm, komm, Zuschauer, fünf. Sechs. Sieben. Man kann natürlich zwischendurch mal hier zur Seite gehen und sich das hier angucken. Hopp, noch ein Geschenk vom Adler bekommen. Zack. Die hätten wir auch eingesammelt. Und da sind die Views gleich fertig. 21 Views. Und Endresultat. So. Hier haben wir die Quests, die Missionen. Schließ dich mir an bei epischen Missionen für epische Beute. Okay, will ich nicht hören. Hier erreicht Level 2 haben wir hier oben. Dann haben wir hier eine Mission noch nicht verfügbar. Besuche 5 Räume, veröffentliche 5 Videos, veröffentliche 2 wissenschaftliche Videos. Okay. Gibt es auch verschiedene Genres? Hier ist die Website. Skip. Hier können wir einen Kanalnamen festlegen. Okay. Wählen wir einen Kanalnamen aus. Zwergenfest kann ich natürlich nicht nehmen. Ich habe mich mal für Ork Muluk LP entschieden. Ja, klingt doch nach einem guten Namen. Nehmen wir. Und wieder da. Ja, da arbeitet er. Ja, hier. Hier kann ich Hautfarbe, Kleidung, Haare und so weiter personalisieren. So. T-Shirt kann ich scheinbar noch nicht wechseln. Aber die Haare kann ich ändern. Hm. Hätten wir die Frisur und natürlich auch die und die und die hier. Hm. Was passt für einen Ork-Muluk am besten? Ich glaube, ich rasiere ihm einfach mal eine Frisur hier in schwarz. So hier, das ist der neue Ork-Muluk. Oder schwebt gerade ein Adler vorbei, den habe ich verpasst. Hopp, da habe ich ihn. 5 Abonnenten durch Adler gebracht. So, wenn hier auch mal ein Adler reinfliegen würde und mir ein paar Abonnenten bringen würde, wäre das nice. Ja, jedenfalls würde ich mal sagen, während ich so hier mein drittes Video am Tag drehe hier, kann man mal machen, 3 Videos am Tag, die Menge Zeit hat, wie der Typ dort. Ja, der hat scheinbar den ganzen Tag Zeit, der muss nichts anderes tun. Kann mal 3 Videos produzieren pro Tag. Ja, und dann würde ich mal sagen,
Däumchen nach oben oder Däumchen nach unten. Der Adler fliegt sowieso vorbei. Daher Abo da lassen, falls ihr auch ein Ork-Muluk-Fan werden wollt. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Chuba Simulator mit dem Ork-Muluk.lp. Gehabt euch wohl, haut rinne, bis zum nächsten Let's Test oder bis zum nächsten Video, was ihr kommt. Haut rinne.